Hallo zusammen und herzlich willkommen hier zurück zu Project Zombie. Zomboid, mein Gott. Ich hab's Zomboid. heute. Zomboid. Ja, ist ja gut. Der liebe Baron muss mich immer verbessern. Der ist nämlich dabei. Natürlich muss er das. Weil der Baron weiß alles besser. Ja. Nee, weiß er natürlich nicht. Das sagt er jetzt nur so. In Wirklichkeit macht er mich immer wohl fertig. Wir haben gesagt, nicht während der Aufnahme. Ja, ist ja gut, Entschuldigung. Nee, Spaß. Naja. So, ja, es ist jetzt schon ein bisschen Zeit vergangen, seitdem wir die letzte Runde aufgenommen haben. Und wir haben uns jetzt mal ein bisschen Gedanken gemacht, also wirklich nur ein, zwei Gedanken gemacht, wie wir weiter fortfahren. Ich werde jetzt mal schauen, dass ich den guten Nexus jetzt finde. Und dann hatten wir uns überlegt, das Farmhaus, das der Nexus in der letzten Folge gefunden hatte, ob wir das eventuell besiedeln werden. Weil das ja doch außerhalb der Stadt liegt und vielleicht gut zu verteidigen ist. Und nachdem die Stadt nicht so weit entfernt ist, dass wir dann halt zum Looten und sowas immer mal wieder in die Stadt gehen können. Und da schauen wir einfach mal. Genau. Das war jetzt zumindest so mal der Plan vor 5 Minuten, den wir erstellt haben. Richtig. Damit Einfach mal ihr so aus mal, dem Ärmel ja, gespielt. damit ihr mal seht, dass da wirklich nicht wirklich viel Absprache war vorher. Richtig. Wir haben uns nur mal kurz auf einer Map orientiert, wo wir ungefähr sind. Nachdem wir beim letzten Mal doch ein paar Probleme hatten, uns zu finden. Hallo Zombies. Du solltest Primär vielleicht ausrüsten. leicht auf der linken Seite durch den Wald und so weiter. Weil ich sehe gerade, hier auf der Straße sind echt so 10 Zombies oder so. Ja gut, dann renne ich einfach mal weg, weil mein Buttermesser ist eh kaputt. Ich schmeiß hier mal in der Zwischenzeit meine. Habe ich noch irgendeine Waffe dabei? Ich habe einen Haufen zu fressen dabei. Und einen Dosenöffner, aber ein Dosenöffner ist keine Waffe. Wow, ich habe ja auch ganz, ganz viel Zeug dabei. Und Lutscher und Minzbonbons. Nice, Supi. Guck mal, da unten kommen ein paar Zombies an. Also deswegen, ich warte jetzt hier an der Kreuzung, weil wir haben Richtig, bevor du den Weg ungefähr, doppelt läufst. ja, ungefähr den, ja, ungefähr wissen wir jetzt, wo wir sind. Ja, so ganz grob. Ja. Bin immer noch extrem panisch. Boah, ich bin extrem durstig. Ruhe anstrengen, weil ich die ganze Zeit durch die Gegend jogge. Ich bin etwas Und unangenehm angespannt. heiß. Ausziehen. Ich brauche Zigaretten. Irgendwie gefällt mir das nicht, dass ich immer kurz bevor ich bei dir bin, dass ich mir das Hemd ausziehe. Ja, das ist die Anziehung von mir, weißt du? Also du merkst, du kommst näher zu mir, dann wird dir einfach heiß. Das ist Das normal. wird's sein. Es ist Das normal. wird's garantiert sein. Ich versteck mich Eine jetzt hier andere im Baum. Erklärung habe ich jetzt gerade auch nicht. Nee. Okay, da sind ein paar viele Zombies. Werde mal versuchen, über das Dickicht auszuweichen, wobei es ist eigentlich auch dumm, weil wenn die mich im Dickicht überraschen, dann habe ich ja überhaupt keine Chance mehr wegzukommen. Ja, ist ja gut, Zombie. Ach, der. Nö. Echt? Hat er so komische Geräusche gemacht? Soll er mal zum Arzt gehen. Ich sehe da oben eine Kreuzung. Ja, einmal eine T-Kreuzung und einmal eine ja, Dingenskreuzung hier. Da Eine wahrscheinlich. T-Kreuzung. Ja, die T-Kreuzung, kurz dahinter stehe ich. Ich kann dich sogar schon sehen. Hallo Nexus! Deswegen sagte ich, vielleicht durchs Dickicht gehen. Ja, ich mache jetzt halt hier mal einen Schlenker rum. Ja. Hast ja schon eine Axt? Ja, eine Steinaxt. Ich bin ja auf dem Weg nach hierhin durch den Wald gelaufen und da dachte ich mir so zwischendurch, kann Hast man du ja mal vielleicht noch anhalten. irgendwas, hast du noch irgendwas Bewaffnungstechnisches? Weil ich bin gerade Ja, momentan. fallen lassen. Baseballschläger, besser als gar nichts. Das stimmt. Beidhändige ausrüsten. So, jetzt müssten wir bis dahin laufen. Okay, weil ich habe mir mal so die Karte hier wieder offen gemacht. Mir ist das doch ein bisschen zu Ah. unsicher. Das Problem ist, ich müsste irgendwo. Wow. Sehr gut, Zombies. Ich Ja, tut müsste. mir leid, ich bin ein bisschen langsamer. Ja, macht ja nichts. Ich will mal Ach, eben guck kurz hier mal. reingucken.
Ein Häuschen. Da ist auf jeden Fall, gibt's da Wasser. Wasser ist gut. Ist die Tür offen? Ich habe meine Wasserflasche dabei. Ja, man kommt nicht rein. Komm, weiter. Ja. Jetzt hätte ich mal einen Schluck getrunken, weil ich bin ein bisschen dehydriert. Ja, das hält sich bei mir alles noch in Grenzen. Jetzt habe ich hier alles ausgewählt. Ich pack mal den Sack in den Rucksack. Seesack. So. Seesack, ach ja, ich habe noch ein Dingens für dich. Großer Wanderrucksack. Großer Wanderrucksack ist, glaube ich, nochmal größer als der Seesack, das stimmt. Das weiß ich nicht, da müssen wir gleich mal kurz vergleichen. Ja, das machen wir dann. Jetzt schauen wir erstmal, dass wir zum Haus kommen. Ja, dann können ja. wir da ein bisschen aufräumen. Und dann haben wir ja praktisch alle Zeit der Welt. Hallo, kleiner Zombie, wo kommst du denn her? Ich laufe extra jetzt mal ein bisschen langsamer, nicht, dass die hier immer ja, vor halt dir jetzt sind. Schon die ganze, ich bin halt jetzt die ganze Zeit schon gesprintet und habe deswegen hohe Anstrengungen und bin, was das Rennen angeht, eingeschränkt. Komm, wir sollten aber nicht zu lange hier stehen bleiben. Ja. Meine Axt ist nämlich gerade kaputt gegangen. Aber ich habe noch ein Küchenmesser. Achtung, hinter dir. Ja, Entschuldigung. Aber das war knapp. Ja, ich wollte nur, dass der mir die dramatischer Frisur. Effekt. Ich weiß, ja, ich genau. weiß. Er hat's verstanden. Wir hatten ja bisher noch nicht genügend Dramatik, was dieses Let's Play angeht. Nein. Ist ja erst dein zweiter und mein dritter Charakter. Ja, er könnte sein, Charakter. Ja. Könnte grob hinkommen. Ja. Das könnte tatsächlich stimmen. Man munkelt. Ja, es ist halt zu Anfang ist das Spiel echt sauschwer. Du findest kaum Waffen. Wenn du dann Waffen hast, dann gehen die schnell kaputt und so weiter. Ja, dann gerade wenn es drauf ankommt, macht's einfach pling und dann stehst du wieder komplett ohne da und denkst dir, Scheiße. Da oben sind übrigens ein paar Zombies. Ja, habe ich schon gesehen, deswegen wechsle ich gerade die Straßenseite. Um den schon mal vorher ein bisschen aus dem Weg zu gehen. Die Leute da vorne sind mir unangenehm. Ich glaube, ich sollte die Straßenseite wechseln. Ja, genau. Oh, da oben steht ein Schild. Geht denn da drauf? McCoy Logging Co. Also ist da, Baumschule ja, oder so. Was? Nee, Logging ist Fällen, Sägewerk, sowas. Achso. Ja, wir müssen auf jeden Fall so lange weiter, bis die Straße ihren Knick 90 Grad nach links macht. Dann müssen wir rechts rüber auf die Hauptstraße. Juhu. Nur die wollte ich jetzt nicht unbedingt laufen. Was habe ich eigentlich für Statuswerte? Durstig? Nicht. Ja, ich bin auch durstig. Dann, Da ist der 90-Grad-Knick. Wie bitte? Das erklärt wahrscheinlich, warum ich extrem panisch bin. Weil ich agoraphobisch bin. Das ist ja cool. Okay. Das heißt, hab Angst und Panik im Freien. Oh. So. Baron muss immer sofort kämpfen. Der kann die Zombies auch nicht in Ruhe lassen. Was machst du denn da so lange? Ich übe für meine Geburtstagsfeier für die Pinata. So, fertig. So, wir müssen auf jeden Fall einmal hier quer rüber. Weil jetzt müssen wir auf die Hauptstraße, dann müssen wir noch mal ein Stück weiter. Ja. Und außer Form bin ich auch noch, was die hohe Anstrengung erklärt. Ja, du wirst aber dafür ganz bin ich stämmig. Du wirst ganz schnell in Form kommen hier. Ja, das Gefühl habe ich allerdings auch. Warum ist eigentlich derjenige, der draußen Angst hat und... Ja, yeah, du... Ich glaube, da kommt noch einer von der Seite, deswegen lauf erstmal. Ja. Ja, ich wollte die bloß mal umschmeißen, dass... Bett stehen so. So, jetzt müssen wir erstmal noch ein Stückchen weiter hoch. Es kommen jetzt aber die Kreuzung. Was ist das hier für eine Kreuzung? Sind wir bald da? Ich kann nicht mehr. Ein Stückchen müssen wir, glaube ich, noch. Ja, da ist der Sandweg. Ja, alles klar. Wir müssen jetzt gleich hier rechts rein. Da bei dem Sand hier.
Okay. Und dann ist es nicht mehr weit. Das ist jetzt nur noch dem Sandweg hier folgen. Bis Bist der du noch ein halber Sandweg. Tagesmarsch? Ja, also ich schätze mal so 5 Folgen noch, dann sind wir da. Ah, das geht ja. Das geht ja. Ja. Nee, ist eigentlich nur noch hier den Wald, die Waldschneise durch und dann bist schon eigentlich fast da. Dann müssen wir noch über eine Berghang hier drüber, dann durch eine Stadt durch, dann Ja. einen Fluss überqueren und dann sind wir quasi schon da. Ja, nachdem wir den großen Teich überschwommen sind und über. Wir können auch einfach 5 Minuten in die andere Richtung laufen und sind dann auch da, aber weil wir Nee, einmal um das die wäre Welt zu rum müssten. einfach. Das wäre zu einfach. Wir wollen ja wenigstens die Natur genießen, ne? Richtig. So, wir müssten schon über die Hälfte des Weges geschafft haben. Weit über die Hälfte. Jetzt Und das von hat dem jetzt in der. kurzen. Nein, von dem kurzen Stück jetzt hier. Ach so. Und ich wollte gerade sagen, wir wollen die Natur genießen, das erzählst du dem Arugaphobischen. Ja, das ist ja nicht Oder. mein Problem. So, da ist das Feld. Siehst du? Mais. Und jetzt nach links ist irgendwie eine Scheune wohl. Rechts. Du gehst nach rechts. Ja, vom Charakter Das aus andere meinte ich jetzt links. so links. Nein, wenn ich vom Ach Charakter so. ausgucke, ist das links. Ach. Ach so. Du hast schon recht, es ist eigentlich rechts. Ja. Sehr gut. Und da Oh, ist da auch oben direkt das ist eine Haus. Scheune. Ich will erstmal ins Haus rein, ich brauche was zu trinken. Und du ja wahrscheinlich auch. Und wir brauchen Essen. Brauch bald was zu essen. War ja klar. Ach, lieber Bauer, warum musst du denn immer alles abschließen? Doch Ah ja, offen. ist klar. Er drückt einmal, zack, offen. So, machen wir erstmal zu, damit wir nicht so gestört Also werden. ich habe Machen hier den. das Scheißhaus gefunden. Das ist gut. Wo ist hier der Ja, da ist. Lichtschalter? Ich Ja. sehe nämlich nichts. Wo ist denn hier der. Da, Radio. Oh, hier sind Kisten, Nägel, Packung mit Päckchen mit Erdbeeren, Harden und nichts. Hä, wieso kann ich das Radio nicht ausschalten? Geräteeinstellung. Das ist schlecht. Ich habe dein Radio ausgeschaltet. Sehr schön, weil Radio ist klar, ne, macht natürlich Und zu jetzt viel habe ich Lärm. das Radio-Interface hier. Ich schau mal in den ersten Stock. Ja. Oh, Machen ein wir mal Licht an. Dosenöffner, yay. Ich hätte auch einen Dosenöffner. Ja, du, aber ich nicht. So, Dose mit Thunfisch. Obwohl, nein, willst du was kochen? Ich wollte erst mal schauen, dass das Haus zombiesicher ist, bevor ich, wenn ich irgendwas anfange, von Ach. hinten angegrabbelt werde und es nicht mein Nexus ist. Hört sich auch gut an. Ja, man muss immer vorsichtig sein. Ja. So. Pack dann erstmal mein ganzes Gemüse in Den den Kühlschrank. Kühlschrank. Ja, ich packe gerade meine Dosen da rein, auch wenn das nicht ganz so sinnvoll ist, aber hey. Okay, haben wir einen Topf? Ja, hier ist ein Stieltopf, da ist ein Kochtopf drinne. Kochtopf Also, ist gut. wir haben zwei Kochtöpfe. Wir haben auch trockene Rahmnudeln, Reis, Reis ist auch gut. Chips. Ich nehme das alles und schmeiße das jetzt gleich in den Kühlschrank. Jo, also Kochtopf. Ich befülle mal den Kochtopf. Befülle Wasserflasche, bist du dumm? Möchte den Da Kochtopf befüllen? Achso, der ist im Seesack. Ach willst du so, jetzt ich keine bin hier ehrliche dumm. Antwort auf, ne? Ich bin hier der, das, die Dumme. So. So, Mehl habe ich noch. Kochtopf mit Wasser. Mach Suppe aus. Was hättest du gern? Tomate, Aubergine, Lauch oder Avocado? Also ich wäre von Chips und Thunfisch ganz angetan. In der Suppe. Ja. Ich kann auch einen Eintopf Tomate, Avocado, Dörrfleisch, Aubergine oder Lachs machen. Du, Oh, weißt du machen wir mal was? einen Mach Topf. mal irgendeinen Topf. Ein Topf. Ich mache Einen einen Topf. Topf. Ich mache einen Topf. Mach mir einen Tüpf auf. Wo geht's hier lang? Ah. Essig. Avocado macht sich bestimmt auch noch mal gut drin. Und Salz als das. Gewürz. Nicht ganz so langweilig wird.
Dann könnte ich doch jetzt hier mal befüllen, Tasse. Befüllen, Tasse. Wow. So, dann haben wir schon mal zweimal eine Tasse befüllt. Ich mache jetzt halt hier einen schönen Gemüseeintopf mit Lauch. Oh, guck mal hier, mit Schaufel. Eine Schaufel, das ist gut. Oh, hier sind schon mal drei Kisten, also schon mal sehr geil. Das ist richtig. Wir können auch gleich nochmal das Nachbarhaus angucken. Weil nebendran Ja. war ja, glaube ich, nochmal ein Häuschen. Ich bin gerade dabei, Essen zu kochen. Ja. Das dauert aber noch ein bisschen. Ich habe ein Ich. Spielzeugauto gefunden und ein Videospiel. Komm, wir nehmen Let's Play im Let's Play auf. Ja, lass machen. Das gucken sich bestimmt die Zombies an. Da wir beide ja die einzelnen Menschen sind, sollte das Richtig. auch ganz viele Abonnenten geben. Ja, das Problem ist aber, wir haben keinen Fernseher. Bauernhäuser. Dann müssen wir es halt an Radio anschließen. Ja. Oh, Dann machen wir halt, Desinfektionsmittel. machen wir halt ein Hörspiel. Ha, ha, Ja, ha, ha. Oh. das war ein Griff ins Klo irgendwie. Aber okay. Ach, guck mal, ich habe auch Laken. Das heißt, hast du Laken dabei? Ich habe nur Stofffetzen, 31 Stück. Was erstmal ausreichen sollte. So. Ist zumindest schon mal ein Fenster zugehangen. Ach jo, warte mal, ja, stimmt ja, die Fenster, ja, muss ich gleich mal gucken, dass ich eine Axt wieder machen kann. Dann Dann können wir die brauchen zunageln. wir, ja, ich brauche dann Aber eine aber noch Säge ein. oder sowas haben wir jetzt halt nicht, oder? Nee, leider nicht. Das heißt, wir können die Baumstämme momentan noch nicht zersägen. Genauso schaut Essen ist es auch gleich aus. fertig. Laken an Fenster anbringen. So, zweite Laken ist auch dran. Vorhänge zuziehen. Haben wir jetzt noch irgendwo? Hier ist noch ein Fenster. Und hier auch. So, Essen steht noch auf dem Herd. Ich Ja. habe ein Viertel schon gegessen. Ein Viertel. Gut, ich bräuchte auch nur ein Viertel. Das müsste mir eigentlich auch reichen. Ja, das Ding macht 52 Hunger weg, also Ja. ist schon. Ich habe da jetzt, nachdem ich ziemlich viel Gemüse mitgenommen habe, habe ich jetzt einfach mal ein bisschen geprasst. Ich hoffe nicht zu sehr. Wir haben zwar Saatgut. Saatgut da, aber wir müssen ja trotzdem nicht. Oh, So. wohlgenährt. Das ist Von doch einem mal was Viertel. Schönes. Ja. Das ist ordentlich. Aber ich brauche unbedingt Zigaretten. Mein Ach, Typ, du der bist braucht eine Raucher? Zigarette, ja. Ja, Oder? dann Hatte ich sollten. doch. Ja, da Raucher. Ich nehme hier mal aus den Schränken alles raus, dass wir uns das selber einsortieren können. Ja, mich mache ich hier jetzt auch mal. Ich würde schon sagen, dass wir wieder. Dann würde ich mal sagen, dass wir in die Spüle wieder Behälter reinpacken. Also halt Kochtöpfe, Schüsseln. Ja. Halt, was wir zum Kochen und zum Wasserbefüllen nutzen können. Ja, und hier oben in das Regal würde ich gerne wieder Päckchen mit Erdbeersaatgut, ne, halt alles Alles fürs klar, das ist Anpflanzen. gut. Ich packe auch mal Das die ist sehr Schaufel mit gut. da rein. Hier links, das ist so eine kleine Waschküche oder irgendwas in der Art. Ja. Da kann man auch Wasser auffüllen. In den rechten Schrank packe ich mal irgendwie so Medikamente und sowas rein. Ja, das hört sich ganz gut an. Und in einen hier der Behälter hier hinten werde ich Nägel, Guck mal, ich habe auch ein Päckchen mit Äste. Karottensaat. Oh, das ist auch gut. Und alles Essen packen wir jetzt momentan erstmal wieder in den Kühlschrank, egal ob es gekühlt werden muss oder nicht. Wenn der Ja, Kühlschrank wenn zu er voll voll werden sollte, ist. können wir dann immer noch umentscheiden. Eben. Achso, großer Wanderrucksack. 22 hat der Fassungsvermögen. 18 hat der Seesack. Ja gut, dann ist ja wohl klar, was jetzt passiert. Ich lichte den hier hin. Das ist sehr gut. Am Boden. Nehmen. Und das ganze Bastelzeug und sowas packen wir hier Ich habe jetzt. in die Rumpelkammer, Ja, ne? genau. Da habe ich mal Müllbeutel rein. Ja, Müllbeutel ist sehr gut.
Genau, das kommt. Ach, ich habe Beta-Blocker auch noch. Die kommen auch gleich nochmal in. Wartest du jetzt? Ach, da hat sie Müllsäcke reingepackt. Okay. Dann haben wir nämlich schon 4. Können wir schon mal zimmern raus. Aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Würde ich das mal ist so richtig. Schlagen vor. Wir bedanken uns bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal auch wieder dabei. Hoffentlich. Ja, natürlich. Glaube ich schon. Läuft ja ganz gut bei uns. Richtig. Gut, und dann sage ich einfach bis dahin und ciao. Tschüss.